Herzlich willkommen zurück bei Quantum Conundrum, Folge 21. Wir haben gerade in der Pause festgestellt, dass es nicht mehr so arg weit sein kann. Und wie wir bei Deadlight gelernt haben, immer wenn wir das feststellen, bedeutet es, es kommen noch ungefähr 65 Folgen. Mal sehen. Fritz ist an der Maus. Und das hier, das hätte ich nicht machen sollen, an die Maus zu gehen, denn das sieht hier nach einer schwierigen Aufgabe aus. Da hinten ist die rote. Ich glaube, dass es drei Safes da unten gibt, wenn das hilft. Also die kannst du dir schon mal zumindest nach oben wuchten mit 1. Ah, okay. Dann weiß ich. Und ich mit der 3 dann auf der richtigen Höhe stehen lassen. Zack. Genau. Und top. Oh, die fallen aber trotzdem ganz schön schnell, trotz Zeitlupe. Und hopp. Jetzt. Und hopp. Ah, und tot. Und tschüss. Naja. Versuchen wir gleich nochmal. Aber ich kann es natürlich auch, ich habe es ja natürlich falsch rum gemacht. Ich hätte das beim Hoch, beziehungsweise, ich kann ja damit spielen. So. Dann haben wir die erste Dimension und... Na, kommt mal wieder hoch. Ah, das war zu weit. Wir müssten doch jetzt eigentlich umdrehen. Wir können doch nicht so weiterfliegen. Na, jetzt geht's aber. Uah. Ja. Ach, Mist. Ach, verdammt. Ich glaube, schon wieder gut los. Three safes down there, if that helps. You're gonna need that heavy battery. Weg? Nee, ne? Nee, die fallen schon nach unten. Du kannst mit deshalb denen. Jetzt aufgepasst. Hup, hup. Aha. So, eine Dimension haben wir schon mal. Da hinten ist die Docking Station links. Schnell gewechselt. Links, 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 links. Rechts, 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 links. Nee, zurück. Wo gehst du denn hin? Rechts, links, da. Also, links. Ach, da hinten in der Ecke. Ah, die habe ich nicht gesehen. Aber dafür habe ich ja Daniel dabei. You don't say. Und jetzt werden wir das erste Mal alle vier Dimensionen bekommen, denn hier wartet die flauschige Dimension. Boah, jetzt geht's dann voll ab. Ich glaube, da platzt dann echt unser Kopf. Was gibt's denn hier? Dolly, Spuck. Wenn du die 3 drückst, spuckst du schneller. Geht's auch schneller. Bläh. Oh, meine Güte. Hatte Schluck auf. Und zu viel gesoffen und dann noch die Saves gegessen. Hier kann man die Saves dann runterfallen lassen. Ich tippe fast drauf, dass man sie so platzieren muss, dass sie tatsächlich dann so aufs Förderband gehen. Und da ist ein Schalter. Da geht's raus. Ich laufe mal ganz kurz, bevor wir da rüber gehen, drücke ich mal hier die Taste, was hier passiert. Pappkarton. Mhm. Der Professor ist uns wie immer eine wahnsinnige Hilfe. Dafür, dass der ein Professor ist, könnte der auch mal ein bisschen mehr... Geh doch mal rechts in den Raum rein und guck mal nach unten, damit wir sehen, wie wir die... Oder du genauer gesagt... Rechts, so. Nee, ich guck mal nach rechts da, wo die Saves dann hinrollen auf dem Förderband. There's a clean zone perimeter here. No objects over the threshold. Keine Objekte hier hinter. Wahrscheinlich geht's dann da in so einen Auflösungslaser rein. Die musst du hier wahrscheinlich einfach wegpflücken, die 30. Ach so, nee, die landen dann nebeneinander auf dem Förderband und da kannst du dir dann wieder so eine Zeitlupenbrücke bauen. Hm. Aber was hat es mit den ganzen anderen Sachen auf sich? Das ist eine gute Frage. Kann sein, weil er irgendwas von Verwirrung gemeint hat, dass er... Nee, jetzt glaube ich auch nicht, dass da zu viel drin ist, als man braucht. Da ist auf jeden Fall ein Laser, der irgendwann angeht, links. Wir haben... Ach, ein Problem haben wir natürlich. Wir haben noch nicht die Fluffy-Dimension, die wir brauchen, um die Kisten überhaupt erstmal zu bewegen. Das heißt, du musst hier erstmal was drauflegen, aber du hast den Pappkarton in dem Raum hinter dir und du hast die schwere Dimension. Das heißt, den musst du da irgendwie rauskriegen mit der schweren Dimension. Tja, wie? Ah, oh, guck mal da. Da ist eine Schräge, das heißt, wenn du die mit also, eins. Schwung und dann auf Q... Ach nee, das war Zeit für langsam. Q, genau. Sehr schön. Daniel, du solltest solche Spiele spielen. Du kannst das. Zum Zuschauen ist es immer einfacher, wie wenn man selber spielt. Jetzt sind wir vierdimensioniert.
Wow. Und sieht ja auch sehr nett aus. Warte mal, welche habe ich denn an? Die Kuh habe ich an. Also, wagen wir es. So, Moment. Das ist wahrscheinlich nicht ohne Grund hier so schachtelmäßig. Die musst du genau sauber nebeneinander platzieren, damit sie dann auch... Wobei, sie rutschen ja eh gegen die Wand da hinten. Das heißt, die werden dann sowieso auf eine Höhe sortiert. Aber muss ich noch irgendwie drauf achten? Ja, warte mal. Probieren wir mal aus. Dass sie in genug Abständen voneinander aufs Band kommen. Weil guck mal, ich muss hier so eine große Länge überspringen. Ich glaube, die werden automatisch auch durch die drei Förderbänder unter dir dann schon. Also wenn du genau, die direkt oder? Über dem Förderband platzierst ja, und dann glaube, auf schwer schaltest, dann fallen die da runter und müssten eigentlich dann schon richtig liegen. Ja? Du musst halt dann Zeitlupe anmachen, damit du rechtzeitig nach hinten kommst. Wir probieren's. Ich befürchte nämlich fast, aber das könnte auch schon wieder zu schwer gedacht sein, dass man sie in Wirklichkeit so querlegen müsste, weißt du? Also... Glaube ich nicht. Damit sie da in einer bestimmten Zeit am Stand auf die. Auf das. Geh doch schon mal auf den Aussichtspunkt und dann. Dann brauchst du die Zeitlupe gar nicht, stimmt. Und der Laser hier ist dann auch egal. Doch, doch, die Zeitlupe werde ich gleich brauchen. Ja, da schon, aber nicht. Also, wenn du jetzt auch schwer schaltest, dann kannst du eigentlich in Ruhe zuschauen, wie die da zu dieser Brücke werden, nochmal, die Saves. Schauen wir mal. Alles, ja, mit der Wand, das wird schwierig. So, und jetzt. Ah, ja, 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 oh ja, naja. Aber wird schon gehen. Ich weiß nämlich genau, was passiert. Ah, das müsste schon reichen. Also, Knopf drücken. Komisch, da braucht es die alle gar nicht, gell? Oh. Na, jetzt kannst du wieder ausschalten. Shit. Oh. Ja, aber dann ist die Tür zu. Dann musste schneller sein. Das ist ja ungünstig. Oh ne, jetzt machen wir natürlich totalen Quatsch. Yes, well, okay. So, you found it. Look, your mother gave it to me for Christmas and I've been meaning to put it up, but sometimes grown-ups are busy. Constructing a breeder nuclear reactor, tuning a transdimensional accelerometer. Die kannst du, glaube ich, vergessen. Vielleicht musst du es einfach von vorne nochmal. Nochmal versuchen? Mhm. Ich weiß auch nicht, was das mit dem Laser da hinten soll. Der ist nur dazu da, dass du die Saves nicht an dem vorbeiträgst. Ach so, der würde dann automatisch wieder reagieren. Genau. Interessant, dass das Glas nachwächst. Das tat es vorhin ja auch schon mal. An anderer Stelle. Praktisch. Ich glaube, ich habe mir jetzt auch eine gewisse Strategie im Kopf überlegt, wie wir das machen können. Und zwar werde ich die schwere Dimension aktivieren, danach unten aufs Förderband springen. Nee, Quatsch, darf ich ja du gar nicht. Du musst erst den Knopf drücken. Erst den Knopf drücken. Das heißt, du musst die Saves schon relativ nahe zu dir rankommen lassen, glaube ich. Damit du gleich direkt auf die Saves springen kannst und du quasi so eine waagrechte Brücke hast. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt die... Also du darfst die Zeitlupendimension nicht ausschalten. Das muss heißt, ich aber vorher die Schwere anmachen, damit die schon mal anfangen, genau, oben. Also du wartest jetzt, bis die langsam auf dich zurollen und dann, wenn sie an dem richtigen Zeitpunkt sind, dann drückst du Zeitlupe an. Ganz kurz und dann sofort... Und dann den Zeitlupe. Knopf drücken und dann gleich springen jetzt ungefähr. Genau. Shit, das war natürlich... Ja, nee, nicht jetzt. Lass sie lieber erst nochmal runterfallen. Achso. Ja, das dauert halt eine Weile. Der Sprung ist jetzt aber ein bisschen zu weit. Schaffst du nicht mehr. Ja, ist zu weit. Oh, das ist aber eine... Timing. Fummelei. Nicht zu sagen, etwas nervig. Also die Idee ist schon im Kopf, aber die Umsetzung ist halt... etwas unelegant. Du musst dann in dem Moment, wo sie quasi auf der richtigen Höhe sind, schaltest du die Umkehrdimension ein. Dann kurz bevor sie, also wenn sie den Schwung nach oben haben, Zeitlupe, Knopf drücken und dann auf den nach oben schwebenden Saves dann rüber langsam. Genau. Und das ist eben nicht so einfach wie
man meinen würde. Weil halt dieser Punkt, an dem, wo haben sie genug Schwung, dass sie durch die Zeit Verlangsamung trotzdem immer noch weit genug nach oben fliegen, den einzuschätzen, das ist wirklich schwer. Also. Leg die Finger schon mal auf die entsprechenden Tasten. So, jetzt. Zeitlupe, Knopf. Und los. Sie fallen schon wieder nach unten. Hast du gesehen? Sie fielen schon wieder nach unten. Aha. Und es dauert zu lange, bis das hier ist. Aha. Ja. Leute, so langsam wird das hier ganz schön kompliziert. Aber ich glaube, meine Theorie vorhin war richtig, dass man tatsächlich die Sachen mit ein bisschen mehr Abstand hinlegen muss. Aha. Um rüberzukommen. Ja, aber du hättest es ja geschafft, wenn die Tür schon offen gewesen wäre. Ja, aber genau das ist das Problem. Tja, also im Kopf sind wir jetzt quasi schon im nächsten Raum. Wir können ja schon mal überlegen, was da wohl sein könnte. Daniel, womit rechnest du? Mit welchen Elementen? Eine Dolly, eine Plattform, ein Knopf. Ich tippe auf Tresor vielleicht? Ja, könnte sein. So. Ah. Jetzt. Leicht aus. Das hat übrigens gar nichts gebracht, die irgendwie anders hinzulegen. Und. Hoch. Geil, da komme ich schon wieder nicht rüber. Dann mach doch nochmal aus. Drei. Nochmal an. Drei. Das da rüber zu springen? Ja. Oh, er geht schon wieder nach unten, er geht nach unten. Komm schon. Zu früh gesprungen, aber... Er bleibt an der Wand hängen. Ja! Yes! Oh. Perfektes Timing. Wahnsinn. Mann, oh Mann. Alter. Und da sagt mal einer, spannend ist wenn es nur im DayZ. Wenn du auf die 3 drückst, dann geht's auch schneller. Ja. Ich brauchte jetzt ein bisschen Ruhe. So. Siehst du? Röhren, damit haben wir nicht gerechnet. Just kidding. Der nervt regelrecht langsam, der Onkel. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum der Junge da unbedingt hin wollte zu dem Onkel. So. Machen wir mal an. Ah ja, okay. Mal wieder aus. Mal wieder an. Mal wieder aus. Mal wieder an. Wieder aus. Ja, wow. Das war jetzt nach der anderen Geschichte etwas überschaubarer, aber hey, ich hab's ja nicht anders. Ah, die Basketballnummer. Bei der stellen wir uns immer extra dumm an. So. Also. Ja, fast. Passt. Dem kannst du noch extra Schwung geben, indem du ihn nach oben... Ja, wollte ich gerade machen, aber ich habe die falsche Taste erwischt. Das ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass man das hier so rüber... Dass man das halt timed... manövrieren kann. Ja, oh, fast. Schade. Okay, pay attention.
You'll need to maintain its forward momentum by utilizing the reverse gravity dimension. Ach, tatsächlich. Passt schon. Ja. Das ist ein bisschen, was hier so Level-Design-mäßig ein bisschen fehlt, wäre zum Beispiel, dass man den Schatten auf dem Boden sieht, damit man besser erkennen kann, diese, wo er ist eigentlich. Diese ganze Timing-Hilfen oder so, das hat gerade auch gefehlt. Ich weiß leider nicht, in welchem Spiel das eigentlich immer ganz gut gelöst war, aber in irgendeinem war es. Bei Jump'n'Runs ist es oft so, dass der Schatten sehr hilfreich ist, wenn es darum geht, wo lasse ich mich denn fallen. So, jetzt aber. That's good enough. Stimmt, besonders auch bei 3D-Jump'n'Runs oder einfach klassischen Action-Adventures. Da, wo der Schatten ist, da kommt man auf. Oh, guck mal hier. Aber ich habe leider nichts dabei, um hochzufliegen. Vielleicht hätte man so ein Ding mitnehmen können und dann hätte man den gekriegt. Aber wir haben eh nicht alle eingesammelt, von daher werden wir am Ende wahrscheinlich nicht den Kuchen bekommen. Ah, jetzt haben wir uns die Dimension weggenommen. Ich wollte mal kurz gucken, wie die Katze aussieht, wenn man die Gravitation umdreht. This area of the manor is rather fantastic, isn't it? Ja. Ein Raum mit Röhren. Haben wir nicht die letzte Folge auch an so einer Stelle abgebrochen? Das bietet sich ja so an. Ich fürchte auch. Ich darf da gar nicht weitergehen. Nee. Und Daniel darf es auch nicht. Deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo unsere Köpfe rauchen werden. Also, bis dann. Tschüss.